dafür ja, einen Musiker sich beten, der seinen Preis dann entgegennehmen wird. Wer das sein wird, der Preisträger ist, werden wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Doch bitte ich an dieser Stelle Michael Maas und Curry Kantner auf die Bühne für die Kategorie Solo Duo. Uns wurde erlaubt, auch ein paar persönliche Worte zu der Laudatio zu sagen, die ich gleich vorlesen werde. Also mein persönliches Wort ist, er ist einfach ein Sympathieträger aus dem ganz einfachen Grund. Wenn er Schlagzeuger wäre, hätte er den Preis auch gewonnen in dieser Kategorie. Und ich kenne ihn schon ziemlich lange und das einzige Schimpfwort, was ich von ihm überhaupt mal gehört habe, ist, das ist ja unerhört. Deswegen ist er für mich auch ein Hippie. Und das mache ich nie an den Haaren fest, sondern einfach an seiner Aufbruchstimmung, die er sich behalten hat von Anfang an. Und jetzt darf ich die Laudatio vorlesen. Zwei Tüten Milch, einmal Butter. Nee, das ist die Einkaufsliste von meiner Frau. Es ist überaus unfair, ein Duo nur an einem Namen festzumachen, aber was, wenn der Frontmann mit ständig wechselnden Partnern in Clubs und auf Festivals auftritt? Noch schlimmer, wenn er zudem einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Bluesmusiker ist. Alles seine Partner aufzählen wäre müßig, vielleicht sollte man aber vielleicht stellvertretend Steve Baker, Martin Röpker und Henry Hagen nennen. Oh, mit dem spielen wir noch. Schaut man auf seine Homepage, dann stellt man fest, dass ihm auch seine eher regional bekannten Duopartner überaus wichtig sind und mit denen er bei Wind und Wetter auf der Straße musiziert, wie zum Beispiel Olli Eitel, Pico Billy, Arne Westphal und Andy Hart. Aber tatsächlich ist es wohl egal, mit welchem Partner er unterwegs ist, die Qualität ist immer extrem hochkarätig, nur der Sound ist manchmal anders. Und der Gewinner ist Abi Wallenstein mit seinem Mitstreiter. Sehr schwierig, an dieser Stelle die richtigen Worte zu finden. Abi hat mich angerufen und mich gebeten, diese Aufgabe hier für ihn zu übernehmen. Und als ich ihn fragte, ob er vielleicht etwas ausgerichtet haben möchte an euch, sagte er, Herr Curry, ich vertraue dir da voll. Toll, jetzt habe ich das an der Backe. Also habe ich überlegt, wie kann ich etwas sagen von diesem Mann? Kann ich überhaupt nicht. Ich kann nur etwas über diesen Mann sagen. Und ich habe ein bisschen in meinem Kopf gegrübelt. Ich habe ein bisschen überlegt, wie ich ihn kennenlernte, diesen Abi Wallenstein. Ich zog nämlich nach Hamburg vor vielen, vielen Jahren schon. Ich kam 1994 im September auch nach Hamburg. Und nach 3 Tagen wurde ich von einigen Freunden auf ein Konzert verschleppt im Irish Rover von Abi Wallenstein und Steve Baker. Und an diesem Abend hatte ich ein paar Mundharmonikas dabei. Ich dachte an diesem Abend, als ich in das Konzert ging, dachte ich, ich könnte Mundharmonika spielen. Am Ende dachte ich, das nicht mehr ganz so intensiv, aber das hat sich im Laufe der Jahre vielleicht auch ein bisschen gewandelt. Also ist auch egal. Jedenfalls habe ich an diesem Abend einen unglaublich sympathischen, netten Menschen kennengelernt und ich damals als 21-jähriger kleiner Floh über die Bühne gehüpft, war sehr wild drauf zu spielen, hat aber noch keine Ahnung davon und trotzdem hat er nie davon abgelassen, Leute wie mich, viele andere von euch, einfach dadurch vielleicht auch zu entzünden, dass er sie immer wieder an die Hand genommen, immer wieder gefördert, immer wieder nach vorne gebracht und vor allen Dingen ihnen immer, egal wo und wann er war, ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Und dafür danke ich und ich denke, dank ihr an die Hand.
Der nächste German Award in der Kategorie Gesang männlich. So, und wen nehmen wir denn da jetzt mal mit auf die Bühne? Eine Geschichte gleich vorweg, auch hier ist der Preisträger leider on the road, aber das macht nichts, denn wir haben jemanden, Tommy, ist das richtig? Ah, okay. Tommy Schneller, einfach nochmal wieder ganz, ganz schnell auf die Bühne. Und auch der Corey Kantner darf wieder mit auf die Bühne. Und wir sind gespannt, welche Laudatio Tommy Schneller, der noch ziemlich aus der Puste ist, so ist das Business, gerade eben hier vorne noch auf der Bühne gestanden. Und jetzt geht's gleich weiter. Tommy? Und wir haben einen veritablen Fluchtweg. Lass ihn hoch. Oh. Amen. Da freue ich mich. Das verkündige ich dir. Weil der Typ ist wirklich ein Urgestein. Also ich würde mal sagen, das Publikum bringt gleich mal 10 Punkte aus. Also wie ich schon sagte, ich freue mich, ich weiß jetzt, wer den Preis bringt, weil ich freue mich schon sehr darüber, weil er hat wirklich verdient, dass Urgestein hat jede Menge für den Blues in Deutschland getan. Und er hat eine der charismatischsten Stimmen in der Blues-Szene und ist ganz nebenbei einer der besten deutschen Gitarristen. Diese eher seltene Kombination macht ihn zu einem absolut unverwechselbaren Bestandteil der deutschen Blues-Szene. Er ist seit Jahrzehnten on the road und das ist absolut wörtlich zu nehmen, denn man sieht ihn nach wie vor auch in den Fußgängerzonen, wo er seine Musik dem Publikum näher bringt. Seine Stimme ist ebenso kratzig wie rau und rauchig, wobei er nicht nur ordentlich Druck zu machen versteht, sondern es auch vermag, mit leisen Tönen, Balladen, einen besonderen, gefühlsamen Touch zu verleihen. Eine ganz besondere Stimme, die auch nur zu einem ganz besonderen Musiker passen kann. Der Baltic Blues e.V. gratuliert Abi Wallenstein! Dazu gesagt, aber was ich jetzt dazu sagen möchte, ist jetzt wirklich von ihm, denn ich habe nach dem ersten Preis gerade mein Handy mit ihm so ein bisschen glühen lassen und er saß im Backstage in Sachsen, hat er mir gerade geschrieben, er saß auch gerade am Handy und wir waren dann ziemlich dabei, unsere SMS-Speicher zum Platzen zu bringen gegenseitig, er ist völlig aus dem Häuschen, ich finde es schon ganz toll, ich bin sicher, euch geht es ganz genauso. Er lässt euch wirklich ganz, ganz lieb grüßen. Er ist in Gedanken komplett bei uns, obwohl er dort spielt. Ich bin sicher, die Leute sind dort auch ganz doll aus dem Häuschen. Ich werde ihn gerne von euch zurückgrüßen. Soll ich? Ja! Soll ich? Ja! Dann werde ich das mit Vergnügen tun. Ich denke, er freut sich wahnsinnig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Abi Wallenstein, fantastisch. Zweimal. Und der nächste Award in der Kategorie.